naja, das Handy heutzutage, das ist ja quasi nicht mehr wegzudenken, oder? Das ist richtig. Ich habe es sogar vorhin eingesteckt, obwohl ich sie gefragt habe, ob das brauche ich doch heute nicht mitzunehmen. Nö, aber gut, falls man sich unterwegs verliert, ist es vielleicht dann doch ganz schön. So. Das ist ja fantastisch, ne? Dass man immer und zu jeder Zeit auch erreichbar ist. Ja, ich kann es mir nicht wegdenken, weil ich 3 Kinder habe und dann ist immer ganz gut, wenn man irgendwie in erreichbarer Nähe ist sozusagen. Sie wollten mir gerade erzählen, Sie haben ein Handy, aber? Auf Wunsch meiner Familie. Und die möchten mich natürlich immer erreichen können, weil ich alleine lebe. Und darum haben sie mir ein einfaches Handy geschenkt. Mit der anderen Technik bin ich eigentlich nicht so vertraut. Der Mensch ist eigentlich immer mehr abhängig von der Technik. Kontinuierlich beim Abendbrotessen, beim Frühstückessen, beim Mittagessen im Bett. Aus meiner Sicht gesehen, als alter Mensch, ist das entsetzlich. Wir schreiben uns, wenn wir auf Arbeit sind, brauchen wir das Handy um, ich liebe dich, wann kommst du, ich vermisse dich. Und einfach so, um auch zu zeigen, du, ich denke die ganze Zeit an dich. Aber es ist halt einfach schon drin in den Menschen, dass die Handys da sind. Denkst du denn, dass die dadurch was verpassen? Also nö, nicht wirklich. Ich nehme nicht das, was ich gerne wahrnehmen möchte, wahr. Ich nehme nicht zu Menschen Kontakt auf, zu Situationen Kontakt auf, sondern ich habe die ganze Zeit nur meine Linse eigentlich im Blick. Ich fotografiere alles. Und wirklich, ich bin nur am Fotografieren mit dem Handy und auch Filmen und so, weil ich es gerne reinstelle. Mein Jüngster, der erst 17 ist, der ist da den ganzen Tag auf Sendung. Überall sitzen die Leute und datteln mit dem Ding rum. Und das ist nervig. Aber ich lösche es auch ganz schnell wieder, weil ich ja dann wieder Platz brauche, um mehr zu filmen. Dann zeige ich Ihnen mal ein Bild und dann sagen Sie mir, was Sie dazu so denken oder wie es Ihnen dabei geht, wenn Sie sich das anschauen. Kommt Ihnen das bekannt vor, oder? Aber klar, das kommt mir bekannt vor. Wir haben Silvester gefeiert mit Freunden. Um 12 Uhr war keiner mehr ansprechbar. Alle haben sie in ihre Phones geguckt. Es ist schade, dass eine Familie sich nicht anders miteinander beschäftigen kann. So sieht es bei uns so aus. Ja. Ich würde mich mit solchen Leuten nicht zusammensetzen. Okay. Hätte ich keine Lust zu. Ich kenne das natürlich auch vom Ansehen, aber aus der eigenen aus dem eigenen Umfeld ist es mir fremd. Also die Vereinzelung der Leute in einem Kreis, in dem sie eigentlich miteinander zu tun haben sollten, sich aber voneinander absondern. Ganz genau. Ja, Silvester habe ich das so erlebt. Da habe ich dann plötzlich alleine da gesessen, keiner hat sich mehr mit mir unterhalten. Vielleicht noch ein anderes Bild zum Thema neue Verkehrsschilder, ob wir die vielleicht in 15, 20 Jahren brauchen? Ja, ich bin auch schon mal gegen einen Mülleimer gelaufen. Ja, ich bin schon mal gegen eine Laterne gelaufen. Machst du das öfter? Ja. Also dann bin ich für solche. Damit meine Freundin sich nicht weiter verletzt. Ach die, das ist ja witzig. Ja. Glauben Sie, dass wir die Schilder bald brauchen? Also aus meiner Sicht als alter Mensch, ja. Hast du daraus Schlüsse für dich ziehen können, dass du gedacht hast, jetzt stelle ich das aber ab? Nein. Also es ist schlimm, eigentlich ist es ganz doll schlimm. Was wünschen Sie sich dann für die zukünftige Entwicklung? Also sagen wir mal, wenn Sie überschlagen in 15 Jahren, dann dürfte es ja quasi alles noch mehr verbreitet sein? Naja, erreichbar sein muss man immer. Aber jeder muss eigentlich auch ein bisschen verantwortlich damit umgehen, denke ich. Ich finde, es gibt Situationen, wo man das einfach auch mal richtig ausmachen kann. Und zwar nicht nur auf leise, sondern aus.